kurz ein paar Übungen zeigen oder eine? Ja, zum Beispiel, wenn man am Computer wenn sitzt. Ich jetzt eher, wenn so zwischendurch im Büro, wenn ich jetzt nur eingesessen habe. Okay, ja. Eine ganz kleine Übung. Dann sollte man sich, also wir leben alle fast in sitzende Berufe, ich Gott sei Dank nicht oder selten oder wenig, wo ich auch lange mit einer Studie gearbeitet habe und auch viele Stunden am Computer recherchiert habe und so, dann haben wir auch gemerkt, Gott sei Dank, jetzt wird das immer steifer und verkrampfter. Stellt man sich einfach ganz banal drei Zahnräder vor. Das erste Zahnrad ist unser Becken, auf dem wir sitzen. Das nächste Zahnrad ist unser Brustwirbelsäule. Und das dritte Zahnrad ist unser Kopf. Okay. Zahnrad, das sind die, die ja, genau. So gehen, ja. Wenn der eine Zahnrad nach vorne geht, dann muss es ein Gegenspiel geben. Mhm. Wir sitzen auf, die sind jetzt relativ weich hier, sie haben auch schon eine härtere Stühle. Was ist besser? Härter. Der Härter ist besser. Härter. Also, nicht so viele Rückenlehne, die schönen großen Chesterfield-Sessel ist ideal, um zu sitzen, ne? Vor allem nicht zu arbeiten. Es sei denn, man ist abends irgendwo schön vom Kaminfeuer. Aber wenn wir auf unser Sitzbein hocken, rollen, einfach nach hinten, uns rundrücken, merken wir auch leider, dass das eine Rad nach hinten geht, der andere folgt. Ja. Der dritte geht entgegen. Mhm. Das ist immer so. Ja. Moment, das heißt? Das also, heißt? Das eine verstehe ich, das andere auch, aber das dritte nicht. Wenn oben, also man muss es fast zeichnen, aber das geht in eine Gegenrichtung. Mhm. Ja? Und wenn wir es so machen, und wenn wir uns aufrichten, es ist ein Spiel gegeneinander. Man muss, das ist, wenn wir so sitzen, dann klappt auch alles zusammen und dann verkrampfen wir uns noch mehr. Deswegen müssen wir aus dieser schlechten Position, in der die meisten auf dem Computer sitzen, einfach Fokus auf dem Becken. Und das andere folgt sich automatisch. Das glaube ich Ihnen gerne. Man kann schlecht so sitzen, wenn das Becken gerade sitzt. Das geht nicht. Das stimmt. Aber das wäre doch meine optimale Depressionsfrage. Ja, genau.